Herzlich willkommen zum 12. Video aus der Videoreihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Betrachten wieder hier unseren Kara, den Marienkäfer, in seiner Welt. Wir haben hier eben dann diese Kleeblätter liegen und dann hier dementsprechend den Baumstumpf. Und wenn er eben auf einem Feld ist, wo ein Kleeblatt liegt, soll dieses aufheben, wo vorher nichts gelegen ist, soll er etwas hinlegen. Und die Einschränkung, die wir haben, er muss zumindest eine If-Else-Element aus dem Bereich der Steuerung verwenden. Schauen wir uns mal an, wie er das macht, wenn er es abarbeitet. Er marschiert voran, legt hin, hebt auf, geht weiter und kommt hier zum entsprechenden Baum. Und das Programm schaut jetzt hier so aus. Es gibt hier eine einzige Main-Prozedur, weil Schleife wiederum, solange sich Kara eben nicht vor einem Baum befindet, soll er das hier machen, was sich innerhalb dieser Schleife befindet. Eine If-Else-Anweisung haben wir hier. Wenn sich if, nämlich wenn er sich auf einem Leaf, das heißt auf dem Kleeblatt befindet, on Leaf, das ist ein typischer Ausdruck wieder, dann soll er das eben aufheben. Und wenn das eben nicht der Fall ist, also else-Zweig, dann soll er etwas hinlegen. Und wenn er ein if-else-Zweig abgearbeitet hat, das ist entweder if oder else, soll er eben dann einen Schritt gehen. Und das führt eben dazu, dass er an einem freien Stellen das macht. Hier dreht er sich das damit um, er hebt das wieder auf und bleibt eben dann hier beim Baumstumpf stehen.